Hallo. Wo man sich wundert, es ist nachts. Und da mein treuester Abonnentin meinte, ja, mach mal mehr Kurt, die hört sich ganz lustig an. Bin an sich mitten in der Skizze und bevor dann komplett der Skizzenpart verloren geht, sozusagen, machen wir es mal lieber jetzt nachts, bevor es dann morgen macht, dann habe ich alles skizziert, dann. Ich weiß nicht. Viele mögen den Skizzenpart. Ich dachte mir so, ja, warum nicht? Die Kleine ist eine Fusion aus Catgirl und Mermaid, wie man sieht. Wie ich drauf gekommen bin, erkläre ich euch später mit Hilfe meines Skizzenbuchs, wo ich hier drunter eine Seite komplett vollgeschmiert habe. Also eine Doppelseite komplett vollgeschmiert. Sehe ich, dass sie fast komplett fertig skizziert. Es fehlen nur so zwei, drei Kleinigkeiten, aber es ist echt nicht mehr viel. Das ist dann vor allem halt mehr so die Close-ups auf der Seite. Aber es war ein harter, steiniger Weg und ich würde dann auch gleich nochmal das Skizzenbuch vergewaltigen für ein Farbsketch auf einer Seite, weil ich Angst habe, dass ich es bei ihr jetzt voll verhunze, also dass es zu bunt wird, ich das zu spät merke und dann so, fuck. Eine Seite tot, genauso wie die hier. Das hier war aber ein anderer Grund, was jetzt nichts mit dem Video zu tun hat. Aber dieser Charakter und die Doppelseite sind tot. Ich weiß nicht, ob ich ihr Design noch mal jemand anders raufklatsche, weil ich es eigentlich recht gern mag. Und bevor ich als Reserve war, nur eine kurze Erklärung. Dieses Ding ist nicht auf ihrem Kleid festgenäht. Das ist einfach nur eine Verbindung von den Armen, von den freien Ärmeln. Also das Band hält einfach nur hier die Ärmel zusammen, ist aber nicht am Kleid mit dran genäht. Also die kann auch einfach das Band öffnen, die Ärmel weg und dann hat sie nur noch das Kleid hier an. Ja. Ich wollte es nur mal kurz erklären, was ich glaube im ersten Moment ein bisschen verwirrt ist. Okay. Ja. Kurz zu, was bedeutet dieses komische PNQ? Es ist eine denglische, also englisch-deutsche Abkürzung. Process und Quatscherei. Also, ihr seht, wie das Bild entsteht. Und ich laber dazu irgendeine Scheiße. Ob das Ganze nur zum Motiv ist oder mein eigener Wirrwarr, das kommt immer spontan beim Film. Und es ist mit Absicht ein eher längeres Video, schon seit dem ersten Ding. Weil ich halt gern zum Beispiel so Speedbeats oder so nebenbei höre, während ich zeichne und immer wieder mal hochgucke. Und ja, kein Artwork entsteht innerhalb von 5 Minuten. Und bevor da der falsche Eindruck entsteht, auch mal ein längeres Video. Und weil ich zu entscheidungsunfreudig bin, mich zu entscheiden, was ich alles rauskappe oder schneller kappe. Ich will halt wirklich, dass man den Prozess einfach sieht, zu 5 verschiedenen Blickwinkeln und was das so für minimale Tücken mit sich hat. Und ja, ihr seid herzlich eingeladen zuzugucken, euch die anderen Dinger anzuholen und anzugucken. Ich meine, wenn ihr nur die Bilder mögt, dann macht den Ton aus, dann müsst ihr meine Stimme nicht mehr hören und macht eure Musik an. Oder wenn ihr nur meine Stimme hören wollt, was ich nicht glaube, dann macht das Video an und minimiert einfach die Taskleiste. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Egal, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich habe genug vorgelabert, das kommt noch ein bisschen was. Und ja.
So, dann würde ich sagen, ist es mal Zeit, dass ich ein bisschen drüber laber, wie die Kleine entstanden ist. Also, ich fand eigentlich auch so den Mausschwanz-Version von dieser Rasse ganz niedlich, dass sie eben den normalen dünnen Mausschwanz und dann sozusagen eine fette Blütenknospe am Ende. Was in der Kombi auch ganz schön ausgesehen hätte. Allerdings, da war mir dann doch irgendwie dieses, ich glaube, Wortspiel lieber, weil ja Katzen im Normalfall Wasserscheu sind. Es gibt auch wenige, die Wasser mögen, aber die sind aber trotzdem auch immer nur, wenn an der Oberfläche und nicht unter Wasser, wie sie es ist, dank ihrem Fischschwanz. Und deswegen habe ich mich nach längerem Hin und Her entschieden, dass ich ein kleiner Meerkat mache. Beziehungsweise an Land ist sie dann ein Catgirl. Sie hat zwar dann noch die Kiemen am Hals, aber dafür. Sorry. Dafür hat sie den Schal immer um ihren Fischschwanz gewickelt, dass sie sich dann rumschlingen kann und dann einfach nur aussieht wie so eine. Anführungsstrichen normale Variante dieser Rasse. Denn sie ist ja, wie man sehen kann, eine Fusion aus Mermaid und Catgirl, also Mercat. Nur richtig mit diesem. Ich kann das irgendwie nur so sprachbehindert aussprechen, ansonsten komme ich mir dumm vor. Und das will ich nicht. Ich weiß, ich bin dumm, aber ja. Oh, ich glaube, ich habe jetzt alles. Und bevor man sich wundert hier, sie hat ja auch Schuppen an der Unterseite ihrer Boobies, weil ich bei ihr halt gern haben würde. Sie hat dieses besondere Attribut bei der Spezies, dass wenn sie an Land geht, dass sie die Beine bekommt. Und ich will es halt so machen, dass du nicht sofort siehst, oh, die ist auch eine Nixe. Deswegen hat sie halt zum Beispiel hier diesen Schal um, den sie sich dann mal an Land um den Hals wirft. Sie kann zwar auch theoretisch hier den Kragen zu machen. Aber sie findet das immer. Sie kann es wie ich nicht leiden, wenn einfach Oberteile, sage ich jetzt mal, eng an der Kehle liegen. Da kriegt sie immer einen dezenten Würgereiz. Das macht sie immer nur zwangsweise, wenn sie unter Wasser ist. Wenn sie jetzt halt sehr tief taucht, dann wird es ja auch immer kälter. Und da die Kiemen ein bisschen sensibler sind, macht sie sich dann das Ding zu zwangsweise. Aber meistens dümpelt sie so eher an den höheren Legen rum, schon allein bei ihrem Meeresmitbewohner, die Pipettenfische oder Pinzettenfische, auch mehr in der höheren Lage sind. Und deswegen hat die Schuppen nur an der Unterseite der Brust. Weil selbst wenn sie nur Bauchfell trägt, du siehst es nicht. Also sie wird kein Oberteil bekommen, wo dann halt unten so die Bubis rausgucken, wie ich es jetzt relativ häufig mittlerweile sehe. Irgendwann will ich mir auch noch einen Spaß machen mit einem Charakter. Wird vermutlich eher eine Dämonin oder so, aber bei ihr jetzt nicht. Sonst hätte ich ja gern mehr Schuppen verpasst. Aber egal, welche Stelle ich nehme, ich habe ja schon überlegt, hier den Arm. Vielleicht mache ich das noch. Irgendwann kommt dieser Moment, wo man es zeigen muss. Und ich will aber eigentlich mehr, dass sie, wenn überhaupt, dieses Geheimnis. So als Vertrauensbeweis weitergibt, weißt du? Und ja, sie könnte auch unter Wasser sich den Schal rummachen, aber sie tut die Enden immer dann hier so einmummeln, damit sie halt nicht damit hängen bleibt zwischen Gestrüpp oder so, weil es dann meist verwinkelt da ist. Und ja, falls sich jemand mal fragt, warum ich hier so das zuerst so mache, es gibt ja viele, also ich habe mehrere Fotos von Hibikos angeguckt und gibt es welche, die haben nicht so eine krassen, ich sag jetzt mal, Eindellungen, wie ich sie hier einzeichne.
Und dann gibt es wieder welche, die aber eher so sind. Und die fand ich halt hübscher und deswegen habe ich mir das so angeguckt. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig. Aber okay, ich habe jetzt das. Ja, dann dieses Mini-Muster noch auf der Flosse wollte ich eigentlich ganz gern haben. Ich muss gleich mal gucken, ob das nicht too much wird. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe den Schweif vergessen. Das Besondere an ihr. Ja. Okay, also, sie hat zwar schon Katzenohren, aber ich glaube, die gehen ein bisschen unter in der Haarmähne. Und falls sich jemand fragt, warum die Haare so lose oben hängen, statt dass die mit eingeflochten sind, wie man vielleicht hier erkennt. Warte, das sieht man? Das sieht man nur schlecht. Fokus, Ian. Mach jetzt. Naja, egal. Sie hat hier diesen Kranz außen, wo die Haare so eingeflochten sind, aber der kleine Bereich hier oben nicht. Und weil sie einfach unter Wasser einen Haschmisch bekommen hat, diese scheiß Frisur einzuflechten, weil die schweben ja dann natürlich unter Wasser. Sie könnte es auch an Land machen, ja, aber da merkt sie den Unterschied. Also unter Wasser ist es leichter, den Arm länger hochzuhalten als an Land. Gerade wenn du ein Wasservieh bist, sag ich mal. Und das ist zum Beispiel, was sie auch dann immer ärgert, wenn sie an Land ist, merkt sie ihre Bubis immer mehr. Sie hat jetzt keine Mörder-Titten, aber sie hat ein bisschen mehr als Flachbrust. Und sie merkt das dann doch schon, wenn sie an Land ist. Ja, ich dachte mir, das ist ein ganz nettes Gimmick. Und außerdem macht das viel mehr Spaß, so die Strähnen mitzuzeichnen. Gut. Dann gucken wir mal Farbschema. Ich habe Angst, dass es zu bunt wird. Aber wenn das zu bunt wird, habe ich ja noch hier ganz viele Close-ups, die ich vollblenden kann. Und ich wollte hier eigentlich kurz am Anfang ein. Wie heißt das? Sagen wir mal Hosenträger. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig, aber okay. Hosenträger, wo ihre Tasche dran ist, weil sie hat hier am Rücken. Hier. Hier am Rücken hat sie ja die Tasche und da ist eine Schlippi drin. Erst wenn sie an Land geht, dann nicht einfach komplett unten ohne rumwatscheln muss. Da muss sie halt immer gucken, dass ich dann irgendwas organisieren kann, für wenn sie dann Land rumwatschelt, beziehungsweise wird sie dann erstmal einen kleinen Ort suchen, wo sie es dann versteckt, weil in der Tasche ist nicht viel Platz. Da kommen auch manchmal Steine rein, weil sie die schön findet. Deswegen. Aber da hat sie schon mal eine Schlippi drin, damit sie dann an Land nicht sofort so, guck mal, ich habe eine Piep. Ihr wisst alle, wie dieses Geschlechtsorgan heißt. Und auch wenn ich eigentlich recht offen bin in der Sprache, es ist merkwürdig, das Wort zu sagen. Auch wenn ich selbst eine habe. Egal. Ich würde sagen, jetzt tue ich mir halt den Spaß an, ein Farbschema zu entwickeln. Yay, das wird gar nicht anstrengend. Aber die Hibikus wird gelb-pink, also die hat außen gelb und innen pink. Gespielt sind ja immer pink. Habe ich schon mal zwei dominierende Farbtöne, weil auch wenn sie zynisch veranlagt ist, will ich, dass sie auch ein bisschen süß ist. Wo wir gerade dabei sind. Ich finde ja ihr Gesicht so schon ein bisschen süß. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde, es sieht süß aus. Keine Ahnung, wie sie es sieht. Ist mir egal. Egal. Let's go to the color. Thank you.
Kleiner Disclaimer. Warte, was war ein Disclaimer? Okay, keine Ahnung. Anmerkung. Damit kann ich zumindest nicht falsch liegen. Ich habe ihr sofort gedankt, die Seeungkatze verpasst. Und die hat ja immer dieses beige Fell mit dem dunklen Schwanzende. Was einfach optisch voll schön ist. Und ein paar haben auch so diesen buschigeren Schwanz. Das ist ein ganzes Working End ein bisschen fetter. Es wird nicht so pinklastig, sage ich mal, sein. So ein pinklastiges Beige, sondern so Copic-Töne, was an dem Beige sehr nah rankommt. Nur ich habe jetzt bei den Muntis keinen Ton, der so nah rankommt. Also nein, es wird keine Nacktkatze, keine Sorge. Ich will niemanden beleidigen, der eine hat oder die toll findet. Ich finde Nacktkatzen eklig. Es tut mir leid, aber es ist triggern as fuck. Okay, dann wäre das geklärt. Können wir weiterarbeiten. Vermutlich auch ein bisschen aus dem Klischee-Denken heraus, hatte ich sofort mal ihre blaue Haare vor Augen. Aber also an sich, die wenigen, die ich weiß, die man soll gucken, die gucken ja nur mal Anime und lesen Manga. Nicht gucken Manga, lesen. Und da haben ja die Haarfarben immer ihre festen Assoziationen und blaue Haare und irgendwas mit Wasser ist nicht wirklich untypisch. Was dann eher untypischer ist, ich habe bis jetzt eigentlich immer nur blaue Haare bei Charakteren gesehen, die immer introvertiert und schüchtern sind. Das ist sie nicht. Sie kann sehr gern eine kleine Diva sein. Ja, ich weiß auch nicht. Für mich ist persönlich, ehrlich gesagt, der Name auch so ein kleiner Dievenname. Spoiler vorweg, Diana. weil ich da auch jemanden kenne, wo ich mir dann immer wieder so denke, Mädchen, ich weiß nicht so wirklich, was ich von ihr halte. So in einem Moment finde ich sie okay, fast schon nett. Und dann in anderen Momenten denke ich mir so, übertreibt man nicht, keine Ahnung, aber egal. Aber Diana und Diva, das passt halt so schön zusammen, finde ich. Und ich habe halt den Namen auch noch nicht. Ich finde, ich habe Namensschwierigkeiten. Ich weiß, es gibt Leute, die beauftragen Google, keine Ahnung, italienische Herkunft zum Beispiel, weil italienische Familie und dann gucken die dann, was bedeutet das so in der Namensgebung. Mache ich nicht, ist mir persönlich ein bisschen zu anstrengend, sage ich mal. Ich gucke mir immer das Bild an und dann so die ersten höchstens zwei Namen, die mir einfallen, da wird es dann einer. Eigentlich fällt mir immer nur einer ein. Ja. Ich weiß nicht, guckt ihr nach Bedeutung? Ist das mir persönlich irgendwo zu anstrengend? Es muss schön klingen und irgendwo halt auch einprägsam sein. Das sind so die zwei Sachen, wonach ich dann gehe, sag ich mal. Und ja, zurück zu den Haaren. Also wie gesagt, das ist so blau und Wasser halt. Obwohl Wasser nicht blau ist, das ist durch Lichtbrechungen der Fall. Und deswegen ist auch nicht jedes Wasser blau. Und aber auch, weil ich einfach bisher noch gar kein blauhaariges Wesen habe. Grübel? Nein, habe ich noch nicht.
Es ist wieder Abend. Und ich habe das Rennen auch noch nicht mal komplett fertig. Tja, es dauert doch mal ein bisschen länger, als man eigentlich denkt. Aber hey, dann sollte ich morgen endlich mit dem Kollern anfangen können. Ein Tag für die Sketchseite, ein Tag den Sketch hier nochmal neu zu zeichnen mit den ganzen Klumpen. Inbegriffen der Sketch mit der Messi-Collar. Und dann jetzt den dritten oder vierten Tag. Ich komme gerade nicht mehr mit 10 nach, obwohl es eigentlich nicht mehr so hoch ist. Und ich glaube, das Collar. Naja, kommt drauf an, wie diszipliniert ich bin, aber es könnten auch schon 2 Tage wieder werden. Weil ich mich nicht am Riemen reißen kann.
Wenn ich designe, dann fallen mir eigentlich von den Klamotten her immer die Oberteile am leichtesten. Und dann habe ich bei den Unterteilen entweder gefühlt noch gar keine Details oder zu viel. Aber in dem Fall, wo ich mir eigentlich dachte, so cool, was sollte jetzt eigentlich nicht so harte dauern? Nein, also also wenn ich dann, hier seht ihr ja die Skizzen, das oben links mit dem Knoten finde ich ja eigentlich ganz schön, aber da fehlen mir persönlich die Details. Dann das andere, da verdeckt mir einfach persönlich der Gürtel zu viel. Und dann bin ich letztlich auf diese Jacke zurückgekommen. Wo mir auch später aufgefallen ist, dass ich die unterbewusst jetzt ein alten, verworfenes Design sozusagen genutzt habe. Weil ich hatte für einen Designwettbewerb in der Rasse halt einen Charakter erstellt, aber natürlich nicht gewonnen, wie immer. Und die hatte halt auch ihr Oberteil war so ein bisschen Militär angehaucht und hatte halt auch diese, ich sage jetzt mit typischen Schulterpolster dafür. Die habe ich jetzt bei ihr auch wieder verwendet. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viel Spaß ich mit ihr haben werde. Also, und bevor man sich wundert, ich habe mir zuerst überlegt, die Ketten festzumachen, aber das würde bedeuten, dass sie sich echt nur richtig beschissen da ausziehen könnte, wenn ihr zu warm ist an Land zum Beispiel. Deswegen war dann so, okay, nein, du machst Magnetverschluss. Dann kann sie das einfach so zur Seite puppen. Und das hält ansonsten. Und ja, ich versuche halt immer so einen gewissen Mix aus Funktionalität und aber auch natürlich diesen Schnickschnack zu finden, sodass beides sich ausgependelt hat. Und ich habe bei der farbigen Skizze fast vergessen, die Ketten einzuzeichnen. Aber ich habe im letzten Moment noch dran gedacht. Und es ist schon wieder dunkel. Aber es hatte man schon erste Farbe. Was gefühlt nur 2 Gramm sind von 1 Kilo. Aber okay. Die Weste wird größtenteils schwarz. Der Fischmann wird auch schwarz. Kommt noch ein bisschen grün für das Gestrüpp. Die Korallen werden rot. Das Oberteil hier drunter wird rot. Da kommt noch ein kleiner grüner Verlauf. Der Restketten wird schwarz. Das wird dunkelbraun. Der kleine Rand wird schwarz. Also es ist so schwarz-dunkelbraun da. Die Haare werden blau. Also vorwiegend so ein, ich sag's mal, mittelblau, also so marineblau, der Standard.
Damit wäre der Sheet fertig. Nach, ich glaube, 4 oder 5 Tage waren das ja zusammen mit den ersten Skizzen. Egal. Ja, nochmal kurz eine kleine Aussicht, ne? Und ich glaube, ich habe alles im Video gesagt. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr die ja gerne in die Kommentare hauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Daumen hoch oder einen Kommentar dann lassen könntet. Ich weiß, das mit dem Video-Liken hat irgendwas mit dem Algorithmus zu tun, aber ich bin mir nicht sicher, was. Also von daher, mich interessiert am meisten Abo und Kommentar, ganz ehrlich. Jedenfalls, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht inspirieren. Sie war ein kleines Abenteuer, aber ich hoffe, ich habe jetzt mit ihr sehr viel Spaß. Auch wenn ich jetzt schon weiß, ich werde schreien. Weil allein ihr Schwanz so viel schwarz hat. Aber das war mit Absicht, weil sie sonst halt so recht bunt ist, ne? Und was ich noch anmerken wollte, diese, ich sag jetzt mal Mini-Flossen, kann sie auch anklappen, wenn sie durch irgendwas Dünnes will, weil sie sonst im Weg wären oder so. Jo. Und ich habe bei dem Schwanz der zwei Schwänze. Entschuldigung. Finde sie am Katze so braunlastige Basic-Töne genommen, ist mir hinterher aufgefallen. Deswegen bin ich nochmal mit Weiß und Hellgelb rübergegangen. Hat auch ein bisschen aufgehellt, aber nicht sehr viel. Aber ich glaube, bei den nächsten Artworks werde ich nochmal mit anderen Tönen arbeiten. Ich werde sicher jetzt aber nochmal kurz die Rassenorg anfragen. Aber ja, das wäre eher schick. Wie ihren kleinen Freunden. Die Pipettenfische, die sind voll süß. Und ihr wunderschöner Freund, der Krebs. Ich hoffe, wir werden auch Freunde. Wenn ich dran denke, packe ich den Deviantart-Link zu. Also, weil Deviantart einfach eine bessere Quali hat, schon wegen Reinzoomen. Und ansonsten habt ihr wieder eine Infokarte, auf welchen Seiten ich aktiv bin. Und wenn ihr gern so mein Kunstgedöns angucken würdet, gerade wegen Wips und anderen Scheiß, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich da auch besuchen könntet. Das Video ist sehr wahrscheinlich schon lang genug, aber ihr wisst dank dem Anfang, warum. Und ich hoffe, wir sehen uns 2 Wochen wieder. Oder im nächsten Video, wer weiß. Tschüdelü. Hallo. Aus.